So, hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Hue. Wir waren hier auf der Suche nach dem nächsten Level, welches der rote sein müsste. Und der war ja genau hier und durch diese Tür schreiten wir jetzt und schauen dort an, was uns erwartet. Once a seed has taken root, it doesn't take long for it to grow, to nurture and blossom into something beautiful. The seed of knowledge was planted in my mind, and I wasn't prepared to let it wilt and die. The university claimed my experiments were unethical, that altering the fabric of our reality was dangerous. They were unflinching. My research was confiscated and my contract terminated. Following my expulsion, I was left with no choice but to uproot and move us both far away. I knew of a small fishing village a boat ride from the university, where I hoped my reputation wouldn't precede me. You and I moved into a humble home, which is now where you've spent most of your childhood. So, dann sind wir jetzt hier. Da ist noch so ein bisschen die Frage. Ah, ich muss hier. Okay. Kann ich dich hier rüberschieben? Genau. Da müsste ich. Ah, doch, ja. Das müsste gehen. Dann nehmen wir doch mal Orange. Genau. Dann nehmen wir wieder Lila, dann schiebe ich dich mal darüber. Okay. Wir können mir Rot hier rüberziehen. Okay, dann kann ich Gelb hier rüberziehen. Haben wir das durch? Das ist ja jetzt nicht schwer gewesen. So, dann geht's hier auch erstmal auf Blau. Aha. Okay, ich muss sie umsortieren. So, und dann würde ich jetzt Blau mal ausmachen. Und dich nehmen und hier rüber schieben. Das müsste mir ja reichen. So, bei Gelb machen wir vielleicht das Gleiche. So, das heißt, ich nehme dich hierher. Vielleicht mal so. Und dann gehen wir hier wieder auf irgendeine andere Farbe, nehmen Blau und tun es hier rüber. So, das ist ja jetzt einfach nur wichtig, dass wir da andere Farben nehmen, damit es mit oben schön passt. Gut, das hätte ich vielleicht gleich sehen können. Aber ich habe ehrlich gesagt da nicht drüber nachgedacht. So, dann würde ich jetzt rot sagen. Und dann sind wir jetzt bei Orange. Haben den Schlüssel. Blau. Rot. Und blau. Ah, cool. Wenn ich es falsch gemacht hätte, dann wäre ich ja auch noch nicht mehr rausgekommen. Das ist ja auch nicht schlecht. Okay, dann machen wir hier mal Lila. Lila ist die einzig wahre Farbe und Cheerio. Haben wir geschafft. Okay, gehen wir mal auf Blau. Rot. Lila. Pink ist das. Rot ist das. Orange ist das. Blau ist das. Rot ist das. Lila ist das. Ja. Okay, rosa. Na, das war jetzt nicht so gut. Okay. Sind wir hier bei Rosa?
Dann kommt hier Rot. Dann kommt hier Orange. Dann kommt hier Blau. Dann kommt hier Rot. Dann kommt hier Lila. Dann kommt hier Pink. Dann kommt... Aua! Okay, das hat dann auch viel mit Antizipation zu tun. Das heißt, ich mache hier gleich mal Lila. Dann mache ich hier mal Pink. Dann mache ich hier mal Rot. Dann mache ich hier mal Orange. Dann mache ich hier mal Blau. Dann mache ich hier mal Rot. Dann mache ich hier mal Pink. Dann mache ich hier den da. Genau. So. 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 Und so. Und hier rüber. Wunderbar. Haben wir geschafft. Okay, was gibt's hier so? Da gibt's einen Lila. Jo. Also irgendwie muss ich die Kiste ja darüber schieben. So, ich würde für den Anfang mal damit anfangen, dass ich hier hoch will. Und mal schauen, was es hier so gibt. Also wir gehen mal... Nee, nicht auf Blau, sondern auf Rot. Wir gehen mal auf Rot, dann können wir uns gucken, uns wirklich bewusst anschauen, was wir hier haben. So, Pink kann ich da nicht durchschieben. Weil Pink kommt da nicht durch. Blau kann ich durch die beiden durchschieben, das bringt mir aber erstmal gar nichts. Ja, doch, das bringt mir sehr viel. Das bringt mir richtig viel. Nee, das bringt mir echt wirklich richtig viel. Okay, dann kann ich... ich brauche dich, um rüberzukommen. Genau, das ist in Ordnung. Dann gehe ich hier runter. Dann würde ich hier mal sagen, mach mal Pink. Wir ziehen dich hier mal ein bisschen rüber. So, dann würde ich Blau nehmen. Nee, nee, nee. So, wir machen das so, das reicht mir. Genau, dann machen wir hier Blau, dann gehen wir nämlich darüber, dann machen wir hier Pink. Können wir dich nach da drüben schieben? Das ist genau das, was ich wollte. Dann können wir jetzt hier auf Blau gehen. Schieben wir dich ein bisschen hier rüber, so ungefähr. Dann können wir jetzt nämlich wieder zurück. So, und dann kannst du hier rosa sein. Das reicht. Dann nehme ich dich darüber. Sammle ich dich ein und ziehe dich hier rüber. So. Kann man wieder auf Blau gehen. Nehme ich dich und ziehe dich darüber. Dann gehen wir auf Pink zurück. Dann kann ich dich hier runterschieben. So, und dann kann ich auf Lila gehen. Dann können wir wieder auf Blau gehen. Und dann können wir hier wieder zurück. So, kommen wir hier durch. Okay. Sagen wir hier rosa, dann will ich hier auf blau, will ich springen. Verdammt.
Okay, verschieben kann ich dich nicht. Also was ich auf jeden Fall machen muss, ist hier rüber, da hochspringen. Hm. Und dann runter, okay. Genau, so. Dann kann ich jetzt hier sagen, lila. Das geht hier rüber. Blau. Nehme ich dich wieder mit. Ausgezeichnet. Dann brauche ich da hinten. Ja, da hinten brauche ich. Dann würde ich sagen, gehen wir auf rot. Rot ist ein... Oh, lila muss ich ja machen. So. Kann man dich zurückschieben. Das war jetzt ein bisschen ungeschickt. Okay. Wunderbar. Das müsste sie eigentlich schon gewesen sein, die Karte. Genau. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Okay. Dann müsste ich hier mal schauen. Da gäbe es blau. So. Kann ich dich nehmen und hier runterschmeißen? Und wir machen das so. Rot. Das funktioniert nicht. Das funktioniert auch nicht. Okay, wir ziehen die nochmal weg. Ich muss da nochmal kurz drüber nachdenken. Wir gehen nochmal da hoch, hm? Das klingt doch erstmal nicht so schlecht. Ich brauche... Ah, ich bin noch doof. Okay. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich das mache. Ja, wir gehen mal zurück. Dann gehen wir wieder nach vorne. Bewege die Maus mal wieder weg, weil die Maus irgendwie nicht ganz so optimal ist. Okay. So, wir hüpfen hier hoch. Nachher muss es schnell gehen. Dann sind wir bei blau. Ich ziehe dich mal hier rüber. Dann gehen wir wieder auf rot. Dann laufe ich da rüber. Dann gehen wir hier wieder auf blau. Und ich schieb dich dahin. Hihi. So. Dann hole ich dich runter. Aua. Ich denke, ihr habt verstanden, was ich vorhab. Ich will den Totenkopf einsperren. Aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. So, dann geht's auf blau. Wir ziehen dich ein Stück hier rüber. Dann gehe ich auf rot. Auf rot. Wieder auf blau. Wir schieben dich komplett hier rüber. Ich flitz hier runter. Ich flitz hier nochmal runter.
Nee, das ist es nicht.